Hallo, in diesem Video geht es um den Überbegriff Rechtsform und speziell die Frage, Thema Haftung, wer haftet? Welche Firmenformen gibt es und welche machen am meisten Sinn am Start? Das ist natürlich eine sehr vollumfängliche Frage, die so einfach auch nicht zu beantworten ist. Wichtig ist nur Folgendes, immer dann, wenn es sich um ein Personenunternehmen handelt, dazu gehört Einzelunternehmen, OHG oder KG, haben wir immer eine oder mehrere Personen, die persönlich haften für alles, was sie tun. Persönlich haften heißt mit Haus und Hof, das heißt, wenn irgendetwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll und da es zu einer Haftung kommt, dann muss im Zweifel das Einfamilienhaus verkauft werden, um eben aus der Nummer wieder rauszukommen. Das sind also die Gefahren bei einer Personengesellschaft, wozu auch Einzelunternehmen gehören. Daneben gibt es aber immer noch die Kapitalgesellschaften in Deutschland, die sogenannte UG und die GmbH. Und wie der Name schon sagt, zumindest bei der GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, man zahlt als Unternehmer ein Stammkapital ein und bis zu diesem Stammkapital haftet die Gesellschaft am Ende des Tages. Also aus Haftungsgründen macht es unheimlich Sinn, eine UG oder eine GmbH gegründet zu haben. Bei einer UG ist es eben so, dass das Stammkapital, also UG heißt Unternehmergesellschaft, dass das Stammkapital eben auch kleiner als 25.000 Euro sein kann. Bei einer UG kann man mit einem Euro theoretisch starten, macht nicht viel Sinn. Am Anfang sind ein paar Rechnungen zu bezahlen, unter anderem der Notar, die sollten schon auch zahlbar sein, weil bei Kapitalgesellschaften ist es so, dass es zwei Gründe des Insolvenzantrages gibt. Das eine ist der Grund der drohenden Zahlungsunfähigkeit und das zweite, was kritischer wäre in so einem Fall die bilanzielle Überschuldung. Wenn das Stammkapital aufgebraucht ist, ist die Firma bilanziell überschuldet. Das heißt, entweder man gründet eine Unternehmergesellschaft, UG, mit vielleicht 2.000, 3.000 oder 4.000 Euro Stammkapital. Damit gelingt meistens der Start eines Unternehmens und man hat die Haftungsfreistellung. Klammer auf, wenn man sich als Unternehmer, also als Gesellschafter, Geschäftsführer nichts hat zu Schulden kommen lassen. Das ist natürlich immer die Bedingung dabei. Und bei einer GmbH ist es so, da werden eben 25.000 Euro Stammkapital benötigt, wobei die Hälfte eingezahlt werden muss. Das heißt, das Mindeststartkapital sind da 12.500 Euro. Beides hat eben, wie gesagt, den Vorteil, also die Einzahlung eines Kapitals vorab, den Vorteil, dass der Gesellschafter, Geschäftsführer stark von der Haftung befreit ist. Er ist nicht ganz raus aus der Nummer, aber wir raten all unseren Kunden, möglichst eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Das hat später auch Vorteile, wenn die Umsätze und Gewinne steigen. In Deutschland ist es so, wenn das Gewinnergebnis nachhaltig über 70.000 beträgt, über 70.000 Euro im Jahr, dann ist es deutlich sinnvoller, als Kapitalgesellschaft sich besteuern zu lassen, weil dort eben die Steuer auf 30% begrenzt ist. Und im privaten Bereich, also als Einzelunternehmer, kann die Steuer dann auch gerne 40% oder 45% betragen. Also insofern haben wir auch Liquiditätsvorteile bei guten Gewinnen. Aus Haftungsgründen macht eine Kapitalgesellschaft deutlich Sinn.